Spannender Teil. Arsch oder Titten? Lieber, also Arsch, die Arsch. Auf welche Nationalität steht ihr? Schaut ihr auch im Junge auf dem Arsch? Was findet ihr am attraktivsten an einem Mann? Nur der Charakter zählt. Was geht, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Piotr und Leo, wie immer, hinter der Kamera. Heute fragen wir, was sehr, sehr pädagogisch wertvoll ist. Und zwar fragen wir Frauen, auf was sie stehen bei Männern. Und wir fragen Männer, auf was sie stehen bei Frauen. Stehen sie mehr auf Booty? Boah, die ist geil, Digga. Oder stehen sie mehr auf... Sehr pädagogisch wertvoll. Let's go. Deutsch. Da, du bist Deutsch. Mach nicht so, du bist Deutsch. Ich hab gehört, als er gesagt hat, nix Deutsch. Was findest du am attraktivsten an einer Frau? Style. Style? Ja. Oh, das hat noch keiner gesagt. Ja, also Style ist wichtig. Und Arsch. Und Arsch. Das Gesicht muss schon auf jeden Fall stimmen. Komm, kurze Frage. Komm, kurze Frage. Jungs, Arsch oder Titten? Gar nicht. Arsch oder Titten? Gar nicht. Arsch, oder? Charakter zählt. Das ist die größte Lüge. Bist du so ein Styler? Nein, eigentlich jetzt nicht, aber ich fühle es, wenn ein Mädchen Style haben. Ja. Wie viel ist dein Outfit wert? 40 Euro. Hallo Leute. Sag mal hallo. Hallo. Sag mal 100 Jahre Garantie. 100 Jahre Garantie. Aber hallo. Ihr seht aus wie Player eigentlich, wenn ich euch anschaue. Mashallah. Habt ihr viele Frauen? Viele, ja, aber kein Bock. Charakter. Wenn du eine siehst auf der Straße, so da vorne. Ah, oh, guck mal da, Digga. Auf was achtest du dann? Augen, Walla, ich schwöre auf meine Mutter. Ich finde Augen und dieses Parfüm, wenn gut Mädchen riechen, attraktiv. Weißt du, was ich meine? Auf was stehst du bei einer Frau? Eher auf Bubis oder eher auf Booty? Wenn sie christlich ist. Hä? Wenn sie was ist? Christlich ist. Wenn sie christlich ist? Ja. Bitte. Schneller! Wie viel ist dein Outfit wert? 40 Euro oder so. Ah, nee. Mhm. Mit den Schuhen halt. Andere ein Farbe. Mehr. Sonst nicht so viel. 60 oder so. Ja, passt ja. Ich finde, damit kann man auch einen guten Style machen. Alle 3 Minuten infiziert sich jemand in Deutschland mit einer Geschlechtskrankheit. Voll der Schibili Bartmann. Was bist du für ein Landsmann? Dankeschön. Ich bin Syrer. Ich bin Afghaner. Okay, und wenn wir es von Nationalitäten haben, auf welche Nationalität steht ihr? Also, Bruder, ich muss dir ehrlich sagen, eigentlich völlig egal. Ja. Hauptsache ein Mädchen. Weißt du, ich meine? Und was geht bei euch ab? Was findet ihr am wichtigsten bei einer Frau? Nur der Charakter zählt. Arsch oder Titten? Titten. Ah, sagen 1% der Leute. Also sie ist Christin. Wir gehen jetzt davon aus, sie ist Christin. Stehst du dann auf Boobies oder auf Booty? Auf Booties. Ja, auf Booties. Lieber, also Arsch, die Arsch. Ah ja, dann bedanke ich mich bei dir, gell? Danke. Easy, ja. Das Parfüm, ach krass. Okay. Riech, dann nehme ich dir das nicht. Also riechst Walla. Du an ihr so? Ich find's süß, ich find's attraktiv, Walla. Weil wir fragen heute, was ihr am attraktivsten an einem Mann findet. Ich find's attraktiv, Walla. Ganz schnell. Hände. Wie findet ihr meine Hände? Top. Ja, was muss wichtig sein an den Händen? Ringe. Oh, ich hab einen, hier. Top. Seid ihr sportlich? Ja, Bruder, wir sind Fußballer. Beides Fußballer. Ach krass, spielt ihr professionell? Noch nicht. Kurz davor. Ja, und ihr ernährt euch dann gesund? Ja, aber heute ist... Cola! Weißt du, heute ist kein Training, gar nichts. Man darf sich auch ein bisschen was gönnen, weißt du, wie ich meine? Ja, man muss sich auf jeden Fall mal gönnen. Man muss auch mal runterkommen. Klar, auf jeden Fall. We ask today what you find attractive on a man. What we find attractive on a man? Maybe eyes and I guess hands. Why hands? Like here. The bands. Ah, oh, guck mal da, Digga. Ja, yeah, a little bit, ja. Yeah. Überleg mal, da läuft eine vorbei, die ist gar nicht dein Typ. Und sie riecht gut. Würdest du sie nehmen? Tamam, Aussehen ist nicht alles, aber Charakter muss halt auch sein. Aussehen zieht an, Charakter halt fest. Das ist so. Ja. Okay, Jungs, welches Parfüm empfiehlst du? Boah, wie hieß das? Ich hab von Mercedes, Mango. Best concentration and the most complimented fragrance is... Von Mercedes, Mango. Oh yeah, baby! Schau dir auch im Junge auf den Arsch. Ja. Und der muss dann richtig gut aussehen und dann sagt... Knackig. Und dann sagt ihr, der ist was für euch. Ja. Ja, dann bedanke ich mich für euch. Ja, Dankeschön. Danke. Hörst du das? Hörst du den Klang? Den Klang der Glocken? Und den Klang der Glocken, den hört ihr zu Hause auch, wenn ihr die Glocke aktiviert. Weil dann jedes Mal, wenn ein neues Video kommt, dann hört ihr den Klang der Glocke. I'm sorry. Habt ihr vielleicht Zeit für eine Frage? Wir fragen heute, was findet ihr am attraktivsten an einem Mann? Keine Ahnung. And what is with the booty? I don't know. Not actually. Wir fragen heute, was findet ihr am attraktivsten an einer Frau? Am hübschesten. Ich schaue jetzt nicht wirklich so drauf, aber so vielleicht Gesichtsausstrahlung und Augen, sowas. Und auf jeden Fall auch, was sehr wichtig ist, sind gepflegte Zähne. Wenn ihr einen Mann seht, auf was schaut ihr als erstes? Lachen.
Es muss alles passen. Die Kleider müssen stimmen, gepflegt, schöne Zähne, schöne Augen. Das Lachen. Das Lachen? Ja. Das Lächeln. Lächeln, okay. Aber ihr habt auch ein süßes Lächeln. Danke sehr. And what is with you? And what kind of hairs? The head. Hairs on the head, yes. Yes, hairs on the head. Okay, spannender Teil. Arsch oder Titten? Weiß ich jetzt nicht. So beides 50-50. Wenn du dich entscheiden müsstest. Titten. Zack, zack. Okay. Einer der wenigen, die so eine Meinung haben. Ja, wirklich. 1% von unserer Umfrage. Titten. Okay, und was findest du am attraktivsten an einem Mann? Du hast ja hier schon einen. Ja, auf jeden Fall Gesichtsausdruck und auch ein bisschen Style. Magst du seinen Gesichtsausdruck? Mal ist er so, mal ist er so. Leute, wir haben ja letztes Mal ein Video darüber gemacht, wie sich die Leute ernähren. Deshalb jetzt die Frage an dich. Wir haben gesehen, ihr habt ja eine Organisation. Ihr steht hier mit einem Laptop, wo Tiere misshandelt werden, wo Tiere geschlachtet werden. Kannst du mir was sagen zu dem Thema? Ja, genau. Also wir zeigen eben Videos aus der Massentierhaltung, hauptsächlich Milch-, Eier- und Fleischindustrie und zeigen, was mit den Tieren so passiert. Unser Ziel ist halt, dass die Leute merken, wir brauchen kein Fleisch heutzutage. Es gibt genug andere Dinge, die wir essen können. Ja, wir brauchen es nicht mehr aus gesundheitlicher Sicht. Und wenn es keinen Grund dafür gibt, warum sollte man dann Tiere quälen, unnötig und töten? Von welcher Organisation seid ihr nochmal? Wir sind von Anonymous for the Voiceless. Das ist eine internationale Organisation. Also gibt es nicht nur hier in Freiburg, sondern auch auf der ganzen Welt. Also Leute, checkt die Organisation auf jeden Fall mal ab. Macht euch gerne euer eigenes Bild und schreibt gerne unter dieses Video, wie ihr vegane Ernährung findet oder nicht. Jotta, was machst du da? Vegan ernähren, Digga. Ohne Spaß. Vegan ernähren ist heutzutage echt eine Alternative. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und Leute, wenn ihr unser letztes Video noch nicht gesehen habt, wo wir die Leute gefragt haben, wie sie sich ernähren, hier in Freiburg, dann checkt unbedingt ab, wie ihr euch ernährt. Was isst du am liebsten? Also ernährt ihr euch vegan? Ja, also ich versuche. Pizza, Döner, was auch immer. Ich ernähre mich gut. Kann ja auch vegetarisch grillen, ne? Der Federkäse. Also ich esse Fleisch, ich liebe Fleisch. Und ihr ernährt euch hoffentlich gesund und ihr seid auch glücklich, wenn ihr uns einen Daumen gebt und ein Abo und einen Kommentar da lässt. Dankeschön. Was eine Abmoderation. Haut rein. Pädagogisch wertvoll. Ich grüße jeden. Ich grüße Genti, mein Bruder. Ich grüße meinen Bruder Ali. Ich grüße Jonas. Jonas, mein Bruder, Nikolas, alle. Ich grüße euch alle am Herzen. Ihr seid ganze alle. Familie, Mann. Ganz Familie, Digga. Nächstes Mal, wenn ihr spielt, schaue ich zu beim Spielen. M-Ding. Das ist dann morgen. Wir sehen uns morgen, Männer. Dankeschön. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Schaut ihr auch im Junge auf den Arsch? Ja, ja. Der muss dann richtig gut aussehen und dann sagt... Ja, ja. Knacki. Ja, 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 ja. Knacki, knacki. Ja, ja. Knacki, knacki. Ja, ja. Knacki, knacki.